Was geht, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir was ganz Besonderes machen. Und wenn ich was ganz Besonderes sage, meine ich eigentlich, ja, immer eine ganz normale Folge. Aber heute machen wir wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Wir machen heute etwas, das etwas gruseliger ist und etwas dunkler. Weil ich habe in der letzten Folge ja einige virale TikToks mit euch getestet. Wer dieses Video nicht gesehen hat, kann unbedingt oben rechts beim i einfach mal drauf drücken. Ich habe in der letzten Folge einen TikTok gezeigt, wo man in ein Krankenhaus hinter eine Wand gehen kann und dann auf den Knopf drücken kann und dann ist man in einem separaten Raum. Und erstmal muss ich Danke sagen an denjenigen, der mir das geschickt hat, weil ich hatte echt keine Ahnung. Ich werde den Kommentar hier irgendwo einmal einblenden. Und außerdem habe ich im Discord, der Link ist in der Videobeschreibung, auch ein Screenshot geschickt bekommen. Und ich müsste jetzt unbedingt schauen, ob diese Information wahr ist oder was man wirklich mit diesen Informationen anfangen kann. Und deshalb werden wir uns das heute nochmal angucken in dem Video, weil an der Wand, wo wir waren, dort können wir auch einfach mal hingehen. Und es wird wirklich ein bisschen gruselig. Ich weiß noch nicht, was es zu bedeuten hat. Und zwar im Krankenhaus, ja, dort gab es halt eben diesen Knopf, bla bla bla, mit diesem komischen Raum, mit diesem grünen Raum. Und dort in der Wand stand ja Power Offline und da standen eine Millionen Zahlen an der Wand. Und diese Zahlen, die bedeuten etwas. Man kann etwas mit diesen Zahlen anstellen. Aber was sie bedeuten, weiß nicht so genau jeder. Vielleicht könnt ihr mir ja da helfen. Also wir gehen einfach mal jetzt hier rein. Und hier unten, ihr wisst ja, hier ist der Knopf. Und wenn man hier draufklickt, kommt man in diesen absolut weirden Raum. Genau, und ihr wisst ja hier stand ja Power Offline und es standen da irgendwelche Zahlen wie 90.0000 Grad S, 45.0000 Grad E. Und ich konnte anfangs halt, als ich dieses TikTok gemacht habe, gar nichts mit diesen Zahlen anfangen und dachte einfach, die wären irgendwie random da oder so. Aber was mir jetzt der User geschrieben hat, das werde ich erstmal vorlesen. Wie ihr seht, sind wir gerade auf meinem YouTube-Kanal und wir werden einfach mal auf das letzte Video klicken und uns das Ganze einfach nochmal anschauen. Hier ist das Video, wo ich euch das TikTok gezeigt habe und dort war auch etwas eine gruselige Atmosphäre. Nämlich bin ich hier reingegangen und bin da ein bisschen rumgeschwommen. Und ihr werdet gleich auch nochmal sehen können, wenn ich es irgendwann zeige. In meinem Video standen diese Koordinaten, aber es sind andere, wie es jetzt sind. Und da stand hinten dran 8.30 Uhr am. Mir selbst ist es nicht mal aufgefallen. Also doch, klar, aber ich konnte nichts damit anfangen. Und dann bin ich auf jeden Fall runtergegangen unter mein Video und habe einen Kommentar bekommen mit folgendem Inhalt. Hi Jason, das mit dem Krankenhaus wird noch merkwürdiger. Auf dem Schild, wo drauf steht Power Offline, steht oben drüber Koordinaten, die ich bei Google Maps eingegeben und bin auf einem Meer rausgekommen. Dann bin ich zurück ins Spiel und standen andere Koordinaten dran. Ich kann ja mein Bild auf Discord schicken, irgendwie cringe die Koordinaten wechseln nach einer Weile. Und das ist halt das Ding, Leute. Diese Koordinaten, die dort stehen, wechseln. Okay, Leute, ich bin wieder zurück im Spiel und jetzt steht hier auf einmal Gravitational Time Dilation Unavailable. Was? Okay, Leute, das ist ein bisschen weird. Also eigentlich wollte ich mir das gerade eben angucken und what the hell. Aber gerade eben standen die Koordinaten doch noch da. What the hell? Okay, dann machen wir das einfach mal folgendermaßen. Ich werde mir diese Koordinaten, die ich hier in diesem Video habe, rausschreiben. Und das mache ich einfach mal kurz. Die Zahlen dahinter wie N und W, bei uns stand ja, glaube ich, E und S oder S und E, stehen, glaube ich, für die jeweiligen Himmelsrichtungen. Okay, hier sind wir auf jeden Fall gerade. Ich weiß zwar nicht, wie man Koordinaten irgendwie am besten eingibt. Kann man die ja einfach eingeben? Ich probiere es einfach mal. Also hier seht ihr, ich habe jetzt die ganzen Koordinaten eingegeben. Ich bin mal echt gespannt, ob das funktioniert. Leute, vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren, indem ihr einfach hier unten auf diesen roten Button drückt. Das würde mich auch nochmal unterstützen und würde mir etwas helfen und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und immer benachrichtigt zu werden, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich habe die Koordinaten gerade eingegeben und das ist ein arktischer Ozean. Ich werde jetzt nochmal ins Spiel gehen, weil jetzt ist einige Zeit vergangen und wir werden uns einfach angucken. Tatsächlich, Leute, hier stehen jetzt wieder neue Koordinaten. Hier stehen jetzt die gleichen Koordinaten von da, wo ich es aufgenommen habe und da steht einfach eine Uhrzeit dabei jetzt. Was zur Hölle? Was will das damit sagen? Und damit wird dieser Ort hier gemeint. Ich habe keine Ahnung, was mir das für einen Hinweis geben soll, ja. Aber was ich euch sagen kann, die Koordinaten, die in meinem Video standen, standen gerade eben nicht da. Und das bedeutet, jetzt stehen wieder genau die gleichen Koordinaten da, wie ich im Video hatte, nur mit einer anderen Uhrzeit. Und das ist das, was irgendwie ein bisschen weird ist. Lol, Leute, ohne Witz, Leute, es ist jetzt ganz genau 2 Minuten her, dass ich im Spiel war und die Koordinaten nochmal angeschaut habe. Und jetzt stehen da wieder neue Koordinaten, die ich mir definitiv auch mal eben kurz rausschreibe. Okay, es ist wieder Norden und Westen. Und wir gehen jetzt einfach wieder hier in den Browser und geben diese Koordinaten ganz geschmeidig einfach mal ein. Okay, ich habe die Koordinaten eingegeben. Wir werden jetzt einfach mal hier draufklicken und mal schauen, wo wir rauskommen. Wir sind irgendwo in Indien. Okay, Leute, wir sind gerade scheinbar irgendwo in Indien. Ich habe keine Ahnung. Aber wir können hier auch rauszoomen, wenn es mal laden würde. Aber wir können hier auch rauszoomen und schauen, wo wir genauer sind. Okay, also hier sind wir rausgekommen und was ist das? Auf jeden Fall waren wir gerade eben in Indien. Und wenn ich jetzt nochmal ins Spiel reingehe, okay, stehen da immer noch die gleichen Koordinaten. Aber da steht noch eine Uhrzeit dabei. Aber was können wir mit der Uhrzeit anfangen?
sagen. Okay, Leute, wir sind mittlerweile nicht mehr alleine hier und hier ist noch jemand drin. Keine Ahnung, und die Koordinaten, die haben sich bisher noch nicht geändert. Aber ich werde auf jeden Fall mal abwarten, dass die Koordinaten sich noch ein einziges Mal ändern und dann werden wir noch einmal reinschauen und mal schauen, wo es uns dann hinführt. Und bitte, Leute, falls ihr irgendwelche weitere Informationen hierüber wisst, dann schreibt mir sie unbedingt in die Kommentare, weil so, was? Okay, das sind auch Koordinaten. Wir werden die einfach mal kurz eingeben. Moment. Okay, let's go. Südatlantik. Was? Okay, Leute, wir sind scheinbar in Südatlantik rausgekommen. Das ist fast an dieser Stelle, wo das hier ist. Ich bin gerade hier rausgekommen. Ich habe hier rausgezoomt und das ist fast an dieser Stelle. Aber was will mir das damit sagen? Hier gibt es auch Fotos oder nur ein Foto und das können wir uns auch anschauen. Aber das ist nicht irgendwie das Wahre, oder? Dann schauen wir nochmal nach oben und stehen immer noch die gleichen Koordinaten da. Auf jeden Fall ist das schon eine ziemlich weirde Nummer, die hier abgeht. Und irgendetwas, was wir nicht verstehen oder jetzt auf jeden Fall nicht verstehen können. Aber Leute, wie gesagt, schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr etwas mehr darüber wisst. Und ansonsten würde ich mich darüber freuen, wenn ihr unbedingt ein Like und ein Abo da lasst und mir unbedingt einen Kommentar dazu schreibt, auch wenn es nur ist, was ihr davon haltet. Bitte schreibt es mir in die Kommentare und schreibt auch in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ansonsten schreibt Hashtag fertig, falls ihr fertig geguckt habt. Und ansonsten würde ich sagen, das war's für dieses Video. Lasst ein Like und ein Abo da und abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke, um immer benachrichtigt zu werden. Damit würdet ihr mich ultra unterstützen und es würde für euch nur ein Klick sein und ihr könnt es immer kostenlos beenden. Haut rein. Ciao.